Moin Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal Green Cards. Ich bin Pat und wir öffnen heute. Was hast du gegen? Moin Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal Green Cards. Ich bin Pat und wir öffnen heute diese Box hier. Viel Spaß beim folgenden Video und beim kommenden Intro. Bye, have a great time! Herzlich willkommen zu einem weiteren Opening von mir. Wir machen heute diese schöne Tour Talk Box auf. Die ist jetzt auch endlich bei mir angekommen. Ich habe einmal schon Visa Floor geöffnet. Da hatte ich, glaube ich, einen Glurak dran gezogen. Normal Ultra Rare. Das ist die normale V-Karte von Glurak, so rum. So, und ich werde die jetzt eben kurz öffnen und wir sehen uns gleich wieder. Ich werde das im Zeitraffer einmal vorspulen. So, ich habe jetzt alles soweit ausgepackt. Wir haben in der Box einmal folgendes. Wir haben einmal schöne Hüllen. So. An sich eine sehr coole Idee. Ist auch mit, glaube ich, eine der ersten Boxen, wo wir Hüllen mit drin haben. Also von diesen Special-Boxen. Außerhalb der Top-Trainer-Boxen. Eigentlich eine sehr coole Idee. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass das Artwork hier so ein bisschen abgeschnitten aussieht. Das ist mir bei der Lisa Floor-Box erst gar nicht so aufgefallen. Da haben sie wahrscheinlich hier diese Standardeinstellungen für die Hüllen und dann ab dem Cut, weiß ich nicht, hätte man irgendwie ein bisschen schöner machen können. Trotzdem eine coole Idee, finde ich cool, könnten sie öfter machen, weil Hüllen kann man immer gebrauchen. Legen wir mal hier hin. Dann haben wir eine wunderschöne Turtok Promokarte. Finde ich sehr schön, dass Turtok und Visa Floor auch endlich mal ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen. Das kam ja in den letzten Sets deutlich zu kurz. Deswegen finde ich das cool, dass sie das mal mit aufgegriffen haben. Und dann natürlich noch die riesige Karte. Ja, selbes Artwork. Cooles Artwork, finde ich. Und ja, die kann man ja auch jetzt demnächst endlich in diese XXL-Promo-Binder reinpacken. Gott, die können wir ja eigentlich auch hier hinten hinstellen. So, und dann haben wir natürlich vier Booster. Zweimal Kampfstile, einmal Flammende Finsternis und einmal Ultra Prisma. Ich fange mit dem Ältesten zuerst an. Und hoffe, dass wir dieses Mal ein bisschen besser abschneiden, was die Pullrate angeht. Ich hoffe ja mal auf eine Full-Art-Karte, denn ich liebe Full-Art-Karten. So, und wir schauen mal. So, wir haben eine Unlichtenergie. So, wir starten mit Jan Mega. Schnurgast? Ich dachte, das heißt Schnurgast sonst. Skuntank, Panflam, Pachirisu, Alola Sandan, Alola Vulpix, Bronzel, Panpyro in Reverse und haben wir dahinter einen Hit. Wir haben eine Holokarte, Magnezone. Sehr schön. So, wird eingetütet, packen wir nach hinten. Zack. Und dann machen wir das nächste Booster auf, Flammen der Finsternis. Da fehlt mir immer noch das Glurak VMAX. Ich habe sonst alle VMAX-Karten dort gezogen. Full-Art-Karten fehlen mir noch. Schauen wir mal, ob wir Glück haben. Bevor wir mit dem Booster anfangen, habe ich noch einmal ein kleines Secret-Giveaway. Und zwar geht es um dieses schöne Xerox V. Dafür müsst ihr mir einmal Hashtag Easter Egg in die Kommentare mit reinschreiben. Und dann könnt ihr dieses Xerox gewinnen. Das Ganze werde ich dann wieder in der folgenden, also in der kommenden Woche auflösen. Wahrscheinlich dann in einer Woche direkt, also entweder am Donnerstag oder jetzt diesen Freitag, wenn das Video kommt. Und dann könnt ihr dieses schöne Xerox gewinnen. So, machen wir weiter. Wir haben vier Karten nach vorne. Eine Psychoenergie. Zack. Kranowitz. Pupita. Jungglut. Jungglut, Entschuldigung. Kapu. Oh Gott, kann ich gerade gar nicht lesen. Kapuno. Eneko. Golbit. Hippopotas, Ignivore, Kleptifox in Reverse und haben wir dahinter einen Hit? Nein, wir haben einen Gelatino. Gut, gucken wir mal, ob Kampfstile gönnt. So, nächstes Booster, schauen wir mal. Ich hoffe ja immer noch auf eine Full Art, denn ich finde die Full Arts richtig geil. Vor allem Victini will ich unbedingt haben. Visofang, Knirrfisch, Groink, Fleckmon, Praktibalk, Siau, Electek, Schlurp, ein süßes Pachirisu in Reverse,
das Centering wieder für ein, naja, ist nicht so schön. Und dahinter haben wir ein Apokalyp mit einem sehr wilden Artwork. Was ist das hier eigentlich im Hintergrund? So soll das eine Silhouette? Ach, das ist ein Angler dahinter. Junge, okay, das muss man auch erstmal erkennen. Gut. Alles klar. Gut, das war nix. Dann haben wir nur noch ein Pack. Und sollte hier nichts drin sein, dann wäre ich richtig enttäuscht mal wieder. Aber naja, gut. Dafür haben wir letztes Mal ein glänzendes Schicksal Video oder ein glänzendes Schicksal Tinbox super viel Glück gehabt. Oder ja doch, kann man ruhig sagen. Super viel Glück. Da könnt ihr gerne vorbeischauen. Den Link findet ihr einmal hier oben links, oben rechts in der Infobox. Noctusca, Dukles, Bronze, Knufhensor, Electric, Skorgler, Gramokles, Charmian in Reverse, wieder das Centering nicht so gut und dahinter ein Knogger. Ja, das war nix, würde ich sagen. Gut, wir sehen uns dann gleich bei der Abmod. Bis gleich. Ah ja, genau. Ja, bis gleich. Ja, das Resümee zu dieser Box ist folgendermaßen. Wir haben leider keinen Hit gehabt. Wir hatten eine Holo-Karte. Dafür haben wir eine schöne Promokarte von Turtok und eine schöne XXL-Promokarte von Turtok, die wir bald auch in die schönen XXL-Beine reintun können. Dann haben wir tolle Höhlen bekommen. Da könnten sie... Also erstmal eine sehr coole Idee. Dennoch könnten sie da sich ein bisschen mehr Mühe geben bei diesem Artwork, weil die finde ich jetzt doch sehr lieblos gestaltet. Trotzdem eine coole Idee, könnten sie öfter machen, außerhalb der Top-Trainer-Box, und denn Höhlen kann man immer gebrauchen. Des Weiteren könnt ihr als Secret Giveaway diese schöne Xerox V-Karte aus diesem Video gewinnen. Die ist aus Flammende Finsternis und dafür müsst ihr mir nur einmal unten in die Kommentare schreiben. Hashtag Easter Egg und einen Kommentar da lassen mit, keine Ahnung was, was euch auf dem Herzen liegt. Positiv oder negatives Feedback ist gern gesehen, was ich verbessern kann, was ich zum Beispiel für neue Videos machen kann, was ich, also alle Ideen, die euch einfallen, lasst es mich gerne wissen. Ich würde mich darüber freuen. Auch würde ich mich über einen Like freuen. Das würde mir nämlich helfen, anderen Leuten vorgeschlagen zu werden. Und wir steuern langsam auf die 200 Abos hin. Deswegen, falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert den Kanal, wenn es euch natürlich nur gefällt, sonst natürlich nicht. Und genau, dieses Giveaway, das werde ich dann in einer Woche auslosen. Also wahrscheinlich dann am Donnerstag oder Freitag. Also seid da gespannt. Das werde ich dann wahrscheinlich über Instagram machen. Ja, ich werde das über meinen Instagram-Kanal machen. Den findet ihr einmal unten in der Videobeschreibung. Also seid da gespannt. Nächste Woche, Donnerstag oder Freitag, werde ich das dann auslosen. Und dann werde ich den schönen Besitzer dieser neuen Besitzer dieser schönen Karte einmal vorstellen. Ja, vielen Dank fürs Schauen dieses Videos. Ich habe mich sehr gefreut. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Macht's gut. Ciao.